Hallo ihr lieben Leute, ich bin die Alexandra, ich bin 29 Jahre alt und studiere an der Fachhochschule St. Pölten Diätologie im vierten Semester. Heute darf ich euch unser Projekt Excite vorstellen, welches wir im Rahmen der Vorlesung Projektmanagement ins Leben gerufen haben. Die Buchstaben stehen für Student in the Professional Teaching Experience. Worum es dabei genau geht und wie das Projekt zustande gekommen ist, erklären euch jetzt unsere zwei Auftraggeberinnen, auf der einen Seite der Diätologie Frau Haupt und auf der anderen Seite der Physiotherapie Frau Kieselka. Viel Spaß dabei! Heute trifft das Thema Ernährung auf das Thema Bewegung. Servus Anita! Servus Alex! In unseren Lehrveranstaltungen werden Themen unterrichtet, die in der Praxis interprofessionell relevant sind. Das bedeutet für beide Berufsgruppen Diätologie und Physiotherapie. Aus dem Grund haben wir ein Projekt ins Leben gerufen mit dem Namen Excite, wo Studierende aus den beiden Studiengängen interdisziplinär Themen aufbereiten. Wir gaben den Studierenden den Auftrag, zum Thema Adipositas und Diabetes fachübergreifende Themen in kurzen Lehrvideos darzustellen. Und das soll unsere Studierende dazu auf die Praxis vorbereiten, denn dort wird interdisziplinär am Patienten, an der Patientin in beiden Gruppen Hand in Hand gearbeitet. Nun zeigen wir euch einige Sequenzen aus den einzelnen Videos. Beginnen wir mit dem Thema Abnehmen unter der Lupe, Ernährung, Kraft- und Ausdauersport. Dieses Video haben zwei Studentinnen aus dem Bereich Diätologie und zwei Studenten aus dem Bereich Physiotherapie produziert. Hier haben wir unsere zwei Lukas aus der Physiotherapie. Ihr zwei sagt's mir, in welchem Bereich der Projekterstellung konntet ihr am meisten profitieren und was war besonders herausfordernd für euch zwei? Besonders profitieren konnte ich von den theoretischen Inputs aus der Diätologie. Und zwar nicht nur von jenen Inputs, die eben jetzt das Thema Adipositas und Ernährung betreffen, sondern auch die Inputs im Hinblick auf Sport und Ernährung, die ich auch selber gut auf mein Training auslegen konnte und somit in meinen Alltag transferieren konnte. Ja, was war schwierig, was war herausfordernd? Die größte Herausforderung war wirklich, gemeinsame Treffen zu organisieren, um die Inhalte auszuarbeiten. Auf ihrem Weg nach Hause gönnt sie sich eine Jause. Auf der Parkbank neben ihr gönnt sich der Toni ein Krügel Bier. Dieser meint es gut mit ihr und sagt: Nimm jetzt diesen Rat von mir. Drei Mahlzeiten tun dir gut. Vor fünf sei lieber auf der Hut. Linda, was waren deine Erfahrungen, die du in diesem Projekt gemacht hast und was war besonders gewinnbringend für dich? Ja, aus unserem Projekt Excite konnte ich eigentlich viel für mich persönlich mitnehmen. Erstens, dass hinter so einem Projekt eigentlich wirklich viel Arbeit steckt, die man eigentlich nur mitbekommt, wenn man wirklich selber daran beteiligt ist. Und zweitens, dass Ernährung und Bewegung wirklich wesentliche Bestandteile beim Abnehmen sind und dass da einfach die Zusammenarbeit von Diätologie und Physiotherapie eigentlich einen hohen Stellenwert hat. Und drittens noch der Punkt, dass eben im Team arbeiten oft schwierig ist und dass es schwierig ist, auf einen grünen Zweig zu kommen. Aber ich glaube, die Inputs für uns alle haben eigentlich das Projekt sehr innovativ gemacht und darauf bin ich eigentlich stolz. Karin, wie ist es dir bei diesem Projekt gegangen? Was konntest du dir persönlich von unserem Projekt mitnehmen? Es war nicht immer einfach, dass die Motivation für das Projekt aufrechterhalten geblieben ist. Aber im Nachhinein kann ich sagen, dass es uns eigentlich sehr Spaß gemacht hat. Und wir sind auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Was für mich am aufwendigsten war, war immer das alles mitzuschreiben und zu planen. Aber ich glaube, dass das trotzdem im späteren Leben für uns auch wichtig ist, vor allem auch im Beruf. Und deshalb war es sicher eine gute Hilfe für später dann. Gehen wir nun weiter zum Thema Stigmatisierung adipöser Menschen und die Auswirkung auf Ernährungs- und Bewegungsverhalten. Ich glaube, eine ideale Lösung gibt es nicht, aber ich kann meine Lieblingsfrage, die ich da gern verwende, die gebe ich gern weiter. Und die lautet so: Schauen wir die Leute dann an, schaue ihnen tief in die Augen, frage sie, gibt es irgendetwas, was sie gerne ändern würden in ihrem gesundheitsrelevanten Verhalten, wo sie aber bisher noch nicht so recht dazugekommen sind? Und die Art und Weise, wie man die Leute anspricht, das ist auch in einer ganz interessanten Art in diesem Motivational Interviewing enthalten. Das ist dieses Reflective Listening, das reflektierende Zuhören. Also einmal so ein bisschen sich einschwingen auf die Vorstellungen und auf die Auffassungen und Werte dieser Personen. Das funktioniert in meinen Augen viel besser, als wenn ich, ja, sie wissen, sie sind übergewichtig, sie sollten jetzt. Ja. Und das Vermeiden des Rechthabens als Berater, das erscheint mir ganz wichtig.
Martina, was ist für dich die wichtigste Message, die du den Zusehern mitgeben möchtest? In unserer Gesellschaft ist Diskriminierung allgegenwärtig in Form von Werbung oder durch medizinisches Personal. Und das hat natürlich negative Auswirkungen auf die Psyche der Betroffenen und dadurch auch wieder negative Auswirkungen auf den Gewichtsverlauf. Und für uns Betreuungspersonen ist es besonders wichtig, mit den Betroffenen behutsam und verständnisvoll umzugehen, um eben die Lebensstilmodifikation eben positiv zu beeinflussen. Beatrix, du kommst aus dem Fachbereich Physiotherapie. Was ist für dich die Kernaussage aus diesem Bereich? Also generell, muss ich mal sagen, war für mich sehr schockierend, wie weit verbreitet Stigmatisierung von Übergewichtigen stattfindet und welche Auswirkungen es bei den Betroffenen auf die Psyche hat vor allem und sich natürlich dann auch auf die Lebensstiländerung auswirkt. Und was ich aus dem Fachbereich jetzt Physiotherapie jetzt mitgenommen habe, war speziell dieser Punkt, wie wichtig eine geeignete Bewegungsform für die Betroffenen zu finden ist, wie wichtig das einfach ist, dass man es in einer Gruppe trainieren lässt, wo sie sich wohlfühlen, wo sie mit Gleichgesinnten zusammen sind und wo dann einfach eine Gewichtsreduktion in Form von Bewegung einfach auch möglich ist. In unserem nächsten Video geht es um das Thema Diabetes. Lena, was glaubst du, wie können wir Diabetiker davon überzeugen, dass auch Bewegung in ihrem Leben eine Rolle spielen sollte? Also grundsätzlich hat Bewegung eine direkte positive Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel und bei Typ-2-Diabetikern und Diabetikerinnen kann auch die Insulinsensibilität verbessert werden durch Bewegung. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass durch Ausdauersport das Risiko für Spätfolgen gesenkt wird. Das sind zum Beispiel koronare Herzkrankheit, Schlaganfall, Herzinfarkt oder auch Arteriosklerose. Und diese Informationen an die Patienten und Patientinnen weiterzugeben, ist in der Therapie natürlich sehr wichtig und sind deshalb auch wesentlicher Bestandteil in unserem Video für die Studierenden. Lisa, was ist dir an unserem Projekt am leichtesten und am schwersten gefallen? Wie groß ist dein persönlicher Lernnutzen daraus? Ja, am leichtesten ist mir die Kommunikation mit meinen Mitstudentinnen und Studenten gefallen, weil sich einfach die beiden Studiengänge sehr gut aufeinander einließen. Schwierig war es für mich jedoch dann basierend auf unserem Drehbuch, das die Lena und ich erstellt haben, das Video zu erstellen, weil wir dabei mit sehr vielen neuen Programmen arbeiteten, die uns teilweise schon sehr forderten. Ja, und zum Thema Lernnutzen habe ich für mich herausgefunden, dass es schon während der Ausbildung sehr spannend ist, einfach im Austausch mit anderen Studiengängen zu stehen und da vom Kontakt zu profitieren. Arthrose ist eine oftmals schmerzhafte Gelenkserkrankung, die mit einer Degeneration des hyalinen Gelenksknorpels einhergeht. Dieser hyaline Gelenksknorpel überzieht das Knochenende und hat seine Funktion als Schutzschicht und als Stoßdämpfer für die Knochen, die ein Gelenk bilden. Die Knorpelschicht ist nicht innerviert und nicht durchblutet. Das bedeutet, wir können über den Knorpel eigentlich keine Schmerzen wahrnehmen und es gibt kaum Regenerationsfähigkeit. Jetzt möchte ich euch wieder den Einfluss der Ernährung erklären. Hier seht ihr einige Lebensmittel, die mit dem Knochenstoffwechsel verknüpft sind. Auf die Gründe dafür werde ich in kurzer Zeit eingehen. Nicht zuletzt beansprucht zusätzliches Gewicht die Knochen, sodass es besonders wichtig ist, deren Stabilität zu fördern. Bereits Ernährungsleihen wissen, dass starke Knochen eine ausreichende Kalziumversorgung benötigen. Den wenigsten ist jedoch bekannt, dass auch Vitamin D eine wichtige Rolle im Knochenstoffwechsel spielt. Der Vitamin-D-Bedarf liegt bei Erwachsenen bei 20 Mikrogramm. Vitamin D ist für die Calciumhomöostase im Körper verantwortlich. Die Mineralisierung des Knochens wird dadurch ermöglicht. Das war ein Ausschnitt aus unserem vierten und letzten Video. Dabei geht es um Gelenke und Knochen. Dieses Video haben Alex und Andreas gedreht. Alex, gab es irgendwelche Herausforderungen in der interdisziplinären Zusammenarbeit oder Teamkoordination?
Ich war von Anfang an nicht besorgt, dass es zu irgendwelchen Herausforderungen kommen könnte und auch im Nachhinein betrachtet fallen mir keine Schwierigkeiten ein. Im Gegenteil, ich war von Anfang an begeistert von dem Projekt, eben wegen der Zusammenarbeit. Man hat die Möglichkeit, Studierende aus einem anderen Studiengang kennenzulernen und mit ihnen ein Thema von zwei verschiedenen Punkten zu beleuchten, eben von Ernährung und Bewegung her. Dadurch hat jeder die Möglichkeit, für sein Fachgebiet dazuzulernen und kann dieses erweiterte Wissen auch für die intensivere Therapie nutzen. Andreas, erzähl uns bitte dein Fazit über dieses Projekt. Was hat dir daran gefallen und würdest du diese Lehrmethode weiterempfehlen? Mein Fazit ist eigentlich, dass es allen Teams wirklich gut gelungen ist, qualitativ hochwertige und informative Lehrvideos zu erstellen. Ich persönlich habe es ganz interessant gefunden, dass wir auch so das Interaktive und auch mit den Medientechnikern zusammengearbeitet haben. Das war eine interessante Sichtweise, mal eine neue. Weiters habe ich es auch gut gefunden, dass wir im Prinzip etwas Nachhaltiges produziert haben, weil die Videos ja auch den nächsten Jahrgängen zur Verfügung stellen und es nicht nur eine einmalige Sache war. Und ich finde auch die Lehrmethode so an sich echt gut, weil eben, weil es wieder zur Verfügung steht, kann sich der oder die Studierende jederzeit so oft er will das Video anschauen und somit davon profitieren. Unser Fazit? Also besonders beeindruckt hat uns die Zusammenarbeit der Studierenden aus beiden Studiengängen, die sie super organisiert haben. Und ich bin beeindruckt, wie vielfältig und informativ die Studierenden die Videos gestaltet haben. Und ich freue mich schon, sie in der Lehre einzusetzen. Ich mich auch. Das waren jetzt Ausschnitte und Statements zu unserem Projekt Excite von dem dritten und vierten Semester. Ich kann sagen, dass ich sehr stolz auf mein Team bin und ich wünsche euch noch viel Erfolg im weiteren Studium und sage heute Ciao!